Hallöchen, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen hier auf eurem Kanal für High Quality Gameplay. Schön, dass ihr dran gedacht habt, einzuschalten zu diesem Video. Wir sind auf dem Paladins PTS mit dem neuen Champion Io oder auch Io genannt. Ja, das ist die gute alle. So ein kleines Füchschen mit einem Füchschen mit dabei. Eine Heilerin ist das. Ich habe sie noch nie gespielt. Ich habe schon eine Weile jetzt gar keinen Paladins mehr gespielt. Und darum bin ich umso gespannter, wie das Ganze wird. Ich würde sagen, wir nehmen mal Kronos mit. Und da hatte ich mal wieder Panik, dass meine Aufnahme gar nicht läuft. Ja, auf geht's. Das ganze Video wird wahrscheinlich recht wenig gecuttet sein übrigens. Aber dafür aufgrund des super coolen neuen Champions. Was geht da ab? War das diese Luna oder was? Umso spannender. Kann ich die mal heilen? Boah, es geht direkt hier richtig mit Action los. Ah, man muss das gedrückt halten. Okay, ja. Da, also Rechtsklick ist so ein Heilstrahl und der muss gedrückt gehalten werden. Alles klar, dann weiß ich Bescheid ab jetzt. Ja, die Gegner haben 72%, aber wir haben den Punkt jetzt bekommen. Und ich werde mal vorgehen, um zum Beispiel diesen Drogos hier gleich zu heilen, wenn er Schaden bekommt. Was aber gerade irgendwie einfach nicht passiert. Willst du mal Schaden bekommen? Nö, der hat gar keinen Bock darauf. So, mit der F hüpft man nach hinten. Boah, da sind wir tot. Das ganze Game ist gerade mir auch viel zu laut. Ich mach das mal leiser. Weil das ist mir einfach gerade absolut viel zu laut. Also auf dem PDS sind wir. Genau. Und... Hä? Was ist hier los? Ah, oh, dieser Fuchs greift mich an. Digga, Digga? Muss, los. Was war das denn? Naja, wir fatzen mal wieder los. Was ich sagen wollte, es kann sein, dass nächste Woche kein Video kommt. Aber das seid ihr ja gewohnt hier auf diesem Kanal, nicht? Ja, ja, ich bin einfach nicht da, deshalb. So, wir haben den Punkt. 1-0. Man kann schon ordentlich healen, das muss man schon sagen. Einfach mit dem Rechtsklick auf die Verbündeten drücken und schon geht's los mit dem Heilen. Wo ist die Eevee? Hilfe! Ja, mir fehlt echt die Übung. Der heilt mich auch, glaube ich, der Fuchs. Ja, ich bin tot. Die Vivien. Ich muss mal ein bisschen besser hier spielen. Also ich spiele gerade echt kacke. Wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr gezockt. So, wir sind wieder da. Muss mal zum Tank jetzt direkt, damit der nicht stirbt. Aber da stirbt er natürlich direkt. So kennt man's, ne? Und dann stirbt der Drogos auch noch. Geil. Man macht natürlich nicht allzu viel Damage als Heiler. Aber es ist schon ordentlich, muss man sagen. Scheiße, da ist sie nicht rechtzeitig gestorben. So, ich muss echt mal jetzt aufhören, damit hier das Gameplay noch ein bisschen vernünftig wird. Also, das ist ja gerade echt zum Kotzen. Wir haben die Ulti übrigens. Also, wie gesagt, mit der F hüpft man nach hinten. Mit der Q spawnt man diese Luna. Das ist so ein Fuchs, der kämpft dann alleine. Und... Oh, nee, die Vivien ultet. Und der stunt dann auch einfach Gegner und so weiter. Genau, und mit dem Rechtsklick halt man einfach auf ganz entspannt seine Kollegen. So, wir spawnen mal die Luna hier. Mal sehen, was die jetzt anstellt. Oh, Sinn. Kann ich dich heilen? Geht gerade nicht so super. Hier. Oh, scheiße. Ich stehe gerade in der Eevee. So, den heilen wir kurz. Nachladen. So, da... Oh, die müssen wir heilen. Ganz dringend, gib Gas mit dem Heilen hier. So, krieg die Vivien. Da raufböllern und jetzt von hinten. So, neue Luna spawnen. Ich werde jetzt sterben. Aber ich konnte noch ein bisschen Heilung rausgeben. Vielleicht, konnte ich ja irgendwie damit ein bisschen helfen. Aber es sieht schlecht aus. Das sieht nach einem 1-1 aus. Obwohl, ich bin wieder da. Wir rennen direkt... Oh mein Gott. Sie ist am Harassen hier.
Wir dürfen uns nicht ja, okay. Das war's. Ja, okay. Das hat sie schlau gemacht. Aber warum? Die chillt hier die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Naja, schade. Push failed. 1-1 steht es. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Runde ein bisschen vernünftiger spielen kann. Ihr könnt ja mal schreiben, habt ihr schon von dem Champion ein bisschen was gesehen? Wie findet ihr so? Was haltet ihr davon? Ich finde, dieser Bogen sieht irgendwie kacke aus. Ganz ehrlich, ich finde, der sieht nicht so geil aus. Aber die Schüsse sind ganz vernünftig, glaube ich. Man macht recht viel Damage. Diese F finde ich cool. Man fliegt echt weit. Das finde ich gut. Ja, und diese Luna Q, die ist ein bisschen... Das ist halt ein bisschen random irgendwie so, ne? Da kann man... Da steuert man nicht so viel. Und deshalb weiß ich auch nicht genau, was ich davon halten soll. Und die Ulti, würde ich sagen, müssen wir gleich mal ausprobieren. Die hatte ich nämlich jetzt noch gar nicht. Also, es geht direkt weiter und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Und der Drogos hat ja einen echt geilen Skin. Und jetzt habe ich echt die ganze Zeit gerade durchgelabert, Alter. Das ist ja, echt ein Ding. So. Was willst du hier, mein Junge? So, der Victor ist erstmal dead. Ich gehe zu meinem Heiler, zu meinem Tank hier. So, wir haben den Terminus gekillt und hüpfen wieder zum Punkt. Meine Luna ist immer noch da. Ich weiß nicht, hat die eine Zeitbegrenzung oder so? Ich glaube nicht. Die hat, glaube ich, keine Zeitbegrenzung. Also Aim habe ich halt echt immer noch nicht. Heilt diese Luna mich eigentlich? Ich glaube, ja, die Luna heilt mich. So, wir sind direkt einmal ganz rüber gehüpft. Ja, die will irgendwie nicht wegrennen. Und die hat auch echt eine kurze Abklingzeit, die F von der, von dem Champion. Wie heißt die mal? Io, von der Io. Ist die ein Bot oder so? Also, sieht echt nach einem Bot aus, die gegnerische Io. Io heißt sie ja. Aber ich finde es ganz lustig, die Io zu nennen. Und ich finde, das kann man mal machen. Oh, nice. Da wurde der weggeultet. Ja, sieht aus, als würden wir die stompen, wenn ich jetzt mal ein bisschen vernünftig spiele. Wobei ich jetzt ja auch nicht so vernünftig spiele, nur halt nicht mehr ganz, ganz so scheiße. So. Da springt der Terminus rein, da hüpfen wir auch mal ganz geschwind weg. Also bester Heiler werde ich wahrscheinlich nicht, weil also... Obwohl, der andere Heiler ist ja wahrscheinlich noch schlechter irgendwie, ne? Boah, nochmal ausgewichen. Ich muss zu meinen Kollegen ein bisschen heilen. Ja, wo bist du denn? Need Healing hier. Dann lauf nicht weg. So, 3-1. Push successful. Wir haben die Ulti gar nicht benutzt, Leute. Wir lesen kurz durch, was die Ulti kann. Okay. Also so eine Riesenluna macht man. Eine Riesenluna. Ich würde sagen, wir versuchen gleich mal die Riesenluna zu machen. Wir hauen die einfach gleich mal auf den Punkt oder so. Mal gucken. Weil die Riesenluna muss ja jetzt schon noch im Video mit drin sein. Es geht ja nicht ohne Riesenluna hier. Wir haben auch 4 Ultis. 3 Strähnen. Also, ja, wir stompen die Enemies schon ein bisschen. Aber ich meine, die sind auch alle kacke. Das ist auf dem PTS hier. Und die Luna ist irgendwie ein Bot. Also kann man da auch nichts anderes erwarten eigentlich. Das ist übrigens nicht der Default-Skin von Io. Nicht, die Io ist ein Bot vom Gegner, nicht die Luna. Io hat eine Fähigkeit, die Luna heißt. So rum ist es. Aber das ist irgend so ein Skin. So. Was war die jetzt, die Ulti? Was war jetzt die Ulti? Wo war jetzt... Hä? Also, wo war jetzt die Ulti da? Wo war jetzt da die... Also, das habe ich jetzt echt nicht gereilt. Da ist doch gar nichts passiert. Da ist doch gerade gar nichts passiert. Naja, wahrscheinlich verstehe ich es einfach nur nicht. Aber der Victor sieht auf jeden Fall elegant aus. Das muss man sagen. Wir haben hart verkackt, aber wir haben trotzdem den Punkt. Alter, du bist so eine Schrulle, Alter. Ganz ehrlich. Nee, die ist kein Bot, weil ein Bot würde nicht so dumm spielen. Muss man einfach mal sagen hier.
Na gut. Ja, wir haben gleich gewonnen. Ich würde sagen, da müssen noch die Vivien geholt werden und können wir noch ein bisschen Heilung rausdrücken. Aber das sieht nach einem Win aus. Können wir den noch killen vielleicht? Kriegen wir noch einen Kill? Nice. Ja, gewonnen. Victory. Das war Io. Auch wenn ich die Ulti nicht verstanden habe. Ein kleines Uncut-Gameplay vom PTS. Eure Meinung zum Champion jetzt unten in die Kommentare. Nächste Woche kommt vielleicht kein Video. Und letztens habe ich ein Giveaway verkackt aus Zeitgründen. Also da einfach das Giveaway nicht gemacht. Tut mir leid. Aber wenn das nächste Mal wieder Kurs kommt, dann kriegt ihr die auch. Ja, und dann würde ich sagen, war es jetzt von angedacht. Tom, das ist eine gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, mach's gut, Leute. Und ciao, Kakao.